Fraktion. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die AfD will die deutsche Sprache im Grundgesetz verankern. Und ja, CSU und CDU sowie der ehemalige Bundestagspräsident Norbert Lammert vertreten dies auch bereits seit Langem. Im Bundestag gab es dazu Anhörungen, Stellungnahmen und Petitionen, bisher aber keine Mehrheit. Das ist bedauerlich, aber sicher keine Katastrophe. Die Rechtswissenschaft schreibt heute schon der deutschen Sprache ihren Verfassungsrang zu, und das ergibt sich aus unserer Verfassung durch die Nennung des deutschen Volkes, der deutschen Staatsangehörigkeit und der Tatsache, dass unser Grundgesetz auch auf Deutsch geschrieben wurde. Außerdem ist Deutsch im Gerichtsverfassungsgesetz und Verwaltungsverfahrensgesetz unter anderem verankert. Es wäre aber auch aus unserer Sicht ein wichtiges Signal, die deutsche Sprache symbolisch im Grundgesetz explizit aufzuführen. Und sie sorgt auch für gesellschaftlichen Zusammenhalt und Identität. Es gibt viele Verfassungen in Europa, die ihre Sprache dort normiert haben, und deswegen ist die Forderung per se auch nichts Schlechtes oder gar Schlimmes. Deutsch zu sprechen ist Voraussetzung für Teilhabe in Deutschland. Wir fördern deshalb Sprachkitas, berufsbezogene sprachliche Förderprogramme, Integrationskurse und vieles mehr. Ja, mit dem Bayerischen Integrationsgesetz verpflichten wir auch zur Teilnahme an Sprachkursen, denn wir wollen keine Parallelgesellschaften in Deutschland. Solche Maßnahmen sind für den Schutz der deutschen Sprache in der Praxis grundsätzlich viel wichtiger als eine reine Symbolpolitik. Und deswegen habe ich auch eingangs gesagt, keine Katastrophe. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der AfD, Ihr Gesetzentwurf ist wie üblich oberflächlich formuliert und bei der Lösung inhaltslos. Sie wollen die deutsche Sprache nicht als Symbol verankert wissen, sondern als Staatsziel, und Sie wollen damit quasi Sprachpolizei spielen. Sie stehen im krassen Widerspruch zu den meisten Rechtskommentaren und dem Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages. Ich darf zitieren aus Ihrem Antrag: Unternehmen nutzen die englische Sprache bevorzugt nicht nur für unternehmensinterne Kommunikation, sondern auch für Werbemaßnahmen. Wollen Sie Unternehmen also allen Ernstes vorschreiben, wie sie ihre Werbung gestalten sollen oder gar wie sie intern kommunizieren wollen? Sie schreiben weiter: Deutsche Musiker sehen sich gezwungen, auf Englisch zu singen. Wollen Sie unseren Radio- und Fernsehsendern vorschreiben, welche Musik sie spielen müssen oder uns gar, welche Musik wir hören dürfen? Sie wollen in Ihrem Antrag der öffentlichen Kommunikation staatlicher Institutionen über die bereits verankerte Festlegung der deutschen Sprache hinaus weitere Vorgaben machen. Wollen Sie vielleicht bei wissenschaftlichen Kongressen in Deutschland den Wissenschaftlern aus aller Welt vorschreiben, dass sie nur Deutsch zu sprechen haben? Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich bin stolz auf die vielen jungen Leute in unserem Land, die in der Lage sind, sich auf Englisch, Französisch und Spanisch zu verständigen und auch tatsächlich einen ganzen Artikel darin abzufassen. In der Arbeitswelt, in der Wissenschaft, in der Forschung ist die Vielsprachigkeit schlicht gar nicht mehr wegzudenken. Und zu guter Letzt, besonders enttäuschend, ist, dass Ihr Antrag auch noch mehr als scheinheilig ist samt Ihrer ganzen Schaufensterrede, die Sie hier gehalten haben. Die Kollegin Lindholz hat bereits darauf hingewiesen. Frau Kollegin Lindholz, gestatten Sie noch? Nein. Nein? Sie gestatten keine Zwischenfrage. Die Kollegin Konnemann hat bereits darauf hingewiesen, nicht nur das Programm, Ihr Programm ist scheinbar auf Russisch verfasst. Sie haben im Bundestagswahlkampf, in den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen und in Berlin mit Flyern und auf Wahlplakaten auf Russisch geworben. Und wer sich hier als Polizei der deutschen Sprache als großer Verteidiger aufspielt, der muss das dann erst mal erklären, dass an Scheinheiligkeit wirklich nicht mehr zu überbieten, was Sie hier abliefern. Ihnen geht es nicht darum, die deutsche Sprache als eine schöne Sprache im Grundgesetz zu verankern. Ihnen geht es wie üblich darum, zu spalten. Und ich möchte mit Goethe schließen: Ein jeder, weil er spricht, glaubt,
über Sprache sprechen zu können. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Johann Saathoff, SPD.